Eine Bürde des Blutes. Kapitel 3. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter, du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Oh. Das war jetzt ein bisschen stippig gewesen. Ach ja, Freude, guten Laune. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen rinderischen Tag zu A Black Tail Requiem. Und wir sind hier im dritten Kapitel, eine Bürde des Blutes, angekommen. Hugo, ja, hat wieder einer seiner Anfälle, die Kraft, die Makula, kommt wieder zum Vorschein. Wir wollten in die Arena gehen und dort den Alchemisten holen. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudor ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. So, wir waren beim Alchemisten stehen geblieben. Den mussten wir aus der Arena holen. Und dort haben wir die Ratten wieder gesehen. Eieiei. Dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, nicht, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Oh, die Sonne kommt raus. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Was soll denn schon erwarten? Es wirkt ja so, als würden wir jetzt einen sicheren Ort verlassen. Oder kommt irgendwas auf uns zu? Ach, hat auch seine schönen Seiten. Faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Wenn köstlich ihr ist klar. Hattet, habt ihr was verpasst? Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Ui, das ist ja aber weit. Schon alles gut. Vater ist ganz allein daheim. Wir gehen bald, was ist Mama. Los? Oh, lasst uns durch. Ich wollte gerade fragen, ist ein bisschen Tumult hier. Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Are. Oh nee, oder? Zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder. Warte mal, ich glaube hier vielleicht. Deine Seitengasse. Was meinst du? Wo? Ah, da! Wollte gerade sagen, ja! Wie kommen wir da rein? Warte. Ja, okay, Lukas macht das schon. Ich glaube. Ja. Oh. Er ist aber stark. Hier lang, Amicia. Kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Oh, Gott. Wirklich, oder?
In die Schlacht. Oh, das ist eklig. Da sollen wir rein? Ja, müssen wir. Denken und nicht atmen. Oh, ja, die stolpert. Ach. Nein, ach, Lukas. Nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. So, was sind das denn für Riesentiere? Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Oh Gott. Ach, Mann. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Das bedeutet aber manchmal nichts Gutes. Dann müssen wir auf irgendwas uns schon vorbereiten. Der Karren steht im Weg. Schieben wir den um. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Vor oder zurück? Nein. Oh, vor. Eie. Oh mein Gott. Ja, ja. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. So. Denk einfach nur an den Nachtschatten. Ja. Ja. So. Okay. Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Ah, oh, shit, 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 shit. Die Feuer sind ja. Habe ich auch gemerkt, dankeschön. Und nun? Warte, wir haben ja noch. Muss zu passen. So, rüber, 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 rüber. Los, Lukas! Müssen wir entlang? Müssen wir das Fleisch abschießen? Ach, hier lang. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Warte, warte, warte. Was ist überhaupt da hinten? Was ist das für Pulver? Salpeter! Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flappe. Das sollte passen. Oh, 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 oh! Das ist wichtig. Haben wir noch irgendwas? Hier, guck mal! Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wagen mache, aber ich benutze ihn einfach jetzt mal. Himmel, sie sind überall. Lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Jetzt das Feuer. Ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Okay.
Ach so. Das löscht also das Feuer? Ja, und vier? Und nun? Ach so, da! Ach. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. So, die Leiter hoch. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb. Hallo? Da könnte weniger Chaos sein. Kurz mal umgucken, ob hier irgendwas findest. Die Leiter. Ein Messer. Ah ja, besser als gar nichts. Und hier vorne, ach guck mal hier. Das war jetzt auch nicht viel gewesen. Na gut. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Ah! Zack! Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provost getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Sieh nur. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Scheiße! Hat sich wohl erledigt. Die scheiß Nager töten schneller als wir. Er exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Hugo kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Okay, das heißt, warte mal, ich glaube, ich habe eine coole Idee. Nee, ich habe gar keinen Salpeter oder sowas, wa? Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Fertig. Jetzt schießt es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Oh, ist das mies. Okay. Hat geklappt. Ich habe schon Übung darin. Okay, wieder rein. Störend. Ja. War vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Bleibt mir vom Leib, klar? Runter, da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich passe zu. Oh nein! Keine Zeit für Gewissen. Ah, shit. War ein bisschen doof gewesen. Markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man bloß so dumm sein? Was? Oder ihr werdet das bereuen. Denkt ihr dahinter, seid ihr sicher? Oh, scheiße. Kann ich da was herstellen? Ihr da drüben! Was macht ihr? Uiuiuiuiuiui, das war aber knapp gewesen. Sehr gut. Müssen wir ein bisschen gucken. Ich glaube, wenn wir hier reingehen, genau. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen was aufsammeln, Mensch. Von einer Insel? Ein Traum, den er seit Wochen hat. Du, der Traum von der Insel ist auf alle Fälle schöner als das, was wir jetzt hier erleben. Ach so. Okay. Ah, hier. Okay. Dazu gehen wir hier lang. Ist hier eigentlich irgendwas? Mittlerweile sollte man ja wirklich alles mitnehmen, was man hier findet. Oh, das sieht gut viel aus. Ein Werkzeug mit einer
meiner Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Oh ja! Nein, er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln? Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Oh, es ist gemein. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Ach, nicht ganz. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Ach, Mann, ey. Amicia hieß sie, wa? Ah, hoppla, Entschuldigung. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. Okay. So, lass auf mein Kommando los. Okay. 3, 2, go! Komm schon, schneller! Bin direkt hinter dir. Oh, easy peasy. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten. Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut. Ich... frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier? Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Ja. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wurde vor kurzem noch benutzt. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Das können wir gleich mal machen. Komm wieder. Warte. Lukas, komm wieder runter. Lukas. Nee, komm wir nicht. Achso, wo ist die Werkbank? Ach, da ist die Werkbank. Ich habe sogar ein Werkzeug. Oh, du bist gut. Okay, mehr geht nicht. Praktisch. So, im gleichen Atemzug können wir mal gucken. Nee, das ist der Fotomodus. Achso. Kodex. Fertigkeiten. Haben wir irgendwas? Nee. Okay. Ach doch, guck mal, da geht's runter. Ja, gehen wir. Ach, wir... warte. Da geht's lang. Okay, gut, warte. Dann gehen wir doch mal kurz die Leiter runter. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Oh. Sie riechen die Kadaver. Ja. Sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Aha. Das war ganz schön knapp. Gut. Mal sagen, wir nehmen das hier. Machen wir uns jetzt ein bisschen die Wege hier. Oh, frei. Ja. Hey! Nein! Fuck! Und zack! Das kam überraschend. Ja. Der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Das muss aufhören.
Kommen wir irgendwo hier hoch? Super. Ach, hier. Warte mal. Ach, hier oben ist ein Feuer. Ich wollte gerade sagen. Wäre ein bisschen weit gewesen. So, einmal quer durch. Na komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Stimmt, den suchen wir ja immer noch. Oh, doch, das kommt ein bisschen weiter. Ihr wollt spielen? Na gut, ich krieg euch schon. Dann. Ah, da seid ihr ja. Verstecken wir uns. Sie dürfen nicht entkommen. Denkt ihr, ihr seid jetzt sicher vor mir? Ein Augenblick. Ja. Du musst hier aus dem Feuer gehen, Monsieur. Ja, ich wollte gerade sagen, ist doch alles easy peasy. Nein! Wo kommt ihr denn her? Mist. Das wollte Lukas mit, sei vorsichtiger. Was anderes probiert. Essen und Waffen. Als wären wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Das ist für alle, die du gemacht hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Weg. Sei vorsichtiger. Ich bin vorsichtig genug. Warte. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Ich weiß. Hey, hallo? Wir müssen doch irgendwie loswerden. Okay, da nicht. Hier ist Feuer. Aber muss eins. Oh, fuck. So, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Bleib weg. Nein. So, Lukas, ey, wir müssen ja irgendwie da durchkommen. Das gehört dazu. So, da immer oben. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, da vorne ist Licht, das ist schon mal sehr gut. So, weg mit euch. Hoffe, die Fackel hält noch. Ja. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.